Ja. Wir erleben seltsame Zeiten gerade und genau in diesen Zeiten ist es uns als Verlag wichtig, möglichst nah bei unseren Leserinnen und Lesern zu sein, bei unseren Autorinnen und Autoren und natürlich bei unseren Freunden und Partnern im Buchhandel. Auch deswegen gab es die Idee, dass ich jetzt einmal die Woche Bücher empfehlen soll. Ich sitze zu Hause im Garten, meine Tochter hält das Handy und ich hoffe, dass wir das jetzt einigermaßen hinkriegen bei dieser Premiere. Es sind Zeiten, in denen man plötzlich sehr viel Zeit hat, auch viel Zeit zum Lesen. Und wir haben einige Bücher im Programm, die dazu besonders gut passen könnten. Es sind auch Tage, in denen man viel kommuniziert und ganz anders als sonst. Und deswegen ist mein erster Buchtipp für die Woche Madeleine Ziege, Kein Schweigen im Walde. Das ist das erste Buch, in dem untersucht wird, wie eigentlich Pflanzen und Tiere miteinander kommunizieren und in dem man außerdem erfährt, dass Tiere Dinge können, die wir Menschen auch manchmal tun, zum Beispiel lügen oder Selbstgespräche führen oder täuschen und kleine Tricks anwenden. Ich finde das unheimlich informativ und faszinierend. Und da man ja im Moment nicht so raus kann, wie man möchte, kann man auf diesem Weg zumindest viel über die Natur da draußen lernen. Ein zweiter Buchtipp ist ein großartiger Roman, der einen in den Libanon entführt. Pierre Yaravan, Ein Lied für die Vermissten. Ein wirklich großer literarischer Wurf. Wer Pierre Yaravan kennt und sein Debüt am Ende waren die Zedern, weiß, wie wunderbar dieser Autor erzählen kann. Ich finde, hier ist ihm nochmal was Neues gelungen. Es geht um den Helden, der in Deutschland aufgewachsen ist und dann aber als Jugendlicher in den Libanon zurückkehrt mit seiner Großmutter. Es sind die Jahre nach dem Bürgerkrieg und das Land wird dominiert eigentlich von Menschen, die verschwunden sind und von denen die Angehörigen nicht wissen, wo sie sind. Und es geht um diese Leerstelle und was die mit dem Helden und den Menschen im Libanon macht. Das hat mich unglaublich bewegt und berührt. Ein Lied für die Vermissten von Pierre Yaravan. Und weil wir gerade alle zwangsläufig Urlaub zu Hause machen müssen, gibt es nichts Besseres als Harriet Köhlers Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben. Hier kann man nämlich alles erfahren darüber, wie man das sonst vielleicht nicht so geschätzte und geliebte Zuhause zu einer Oase macht, was man da alles machen kann und warum es manchmal nichts Schöneres gibt, als in den eigenen vier Wänden zu sein. Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben, das braucht man gerade wirklich sehr. Und das war die erste Lieferung. Bis bald. Jetzt? Bitte? Ja.